bisschen weiter nach links. Jetzt mal bitte alle Winkel. Nur den Tisch auf weg. Alle Winkel. Bitte noch etwas. So, bitte nochmal alle winken. Druck abzunehmen. Auch dazu werde ich nachher mehr erklären. Aber wenn ihr schon mal anfangt, dann wird nachher das nicht so. Liebe Hommersumerinnen, liebe Hommersumer, liebe ehemalige Hommersumerinnen und Hommersumer, davon können wir heute Abend nicht genug bekommen. Geachte Oberbüre von der anderen Kante von der Grenze, liebe Freunde unseres Dorfes, liebe Gäste, herzlich willkommen heute Abend zur Geburtstagsfeier 900 Jahre hier in Hommersum. Wir sind überwältigt, welcher Zuspruch dieses Fest hier heute Abend gefunden hat. Wir hatten mal so eine Planzahl von um die 200 Personen. Das haben wir bis auf ein paar Personen fast verdoppelt. Ich möchte zunächst ein paar Anmerkungen machen. Ich möchte ein paar Begrüßungen vornehmen als Ehrengäste. Als erstes den Schirmherr der gesamten 900-Jahr-Feier. Das ist Pfarrer Heinz Norbert Hürter. Herzlich willkommen. Dann Pfarrer E.M. Günther Angelheister. Herzlich willkommen. Dann darf ich ganz herzlich begrüßen unseren Landrat, Herrn Wolfgang Spreen. Herzlich willkommen hier in Hommersum. Und wenn ich die Aktion Unser Dorf hat Zukunft vor euch mitbetrachte, sind Sie jetzt ganz schön oft in Hommersum gewesen. Von der niederländischen Seite, aus der Gemeente Genne, darf ich der Herr Bürgermeister Peter de Koning begrüßen. In Begleitung seiner Frau Edith. So, da ganz kurz zu erklärt. Peter de Koning ist also nicht stellvertretend vom König hier, weil er so heißt, das ist jetzt rein zufällig, gehe ich mal davon aus. Auf der anderen Seite muss ich den Deutschen erklären, der Bürgermeister ist nicht der Bürgermeister. Wir kommen sofort noch zu einem Bürgermeister. Der Bürgermeister ist bei uns eher der Stadtdirektor, glaube ich, von früher, was wir heute wieder nicht mehr kennen. Dann darf ich jetzt unseren Bürgermeister der Stadt Koch, Herrn Ulrich Knipprin, begrüßen. Herzlich willkommen. In Begleitung seiner Frau Claudia. Auch schön, dass es bei Ihnen geklappt hat, trotz anderer Verpflichtungen gut welche Priorität Sie gesetzt haben. Das begrüßen wir. Aus der Gemeinde Genne darf ich jetzt dann noch einen Wetthauder begrüßen. Erkläre ich auch sofort. Das ist Janine van Hülstein. Begleitung Ihres Ehemanns. Herzlich willkommen.
das werden wir uns sicher heute Abend auch noch erklären. Dann darf ich begrüßen Vertreter der Banken. Beginnen wir mit der Volksbank an den Niers, Herrn Johannes Jansen. Von unserer Filiale aus Aspelen darf ich ganz herzlich Dirk Wagner begrüßen. Und von der Verbandssparkasse Goch Kebler Weeze darf ich Herrn Siegfried Pfeiffer begrüßen. In Begleitung der Ehefrau Elvira. Herr Thomas Müller hat sich vorerst entschuldigen lassen, aber ich glaube, der kommt etwas später. So, dann darf ich begrüßen, hinter der Musik gleich, Amusements Orchest Malden. Wir wollen heute Abend etwas locker zugehen. Wir wollen ein Dorffest machen. So feiert ein Dorffest. Wie kam alles zustande? Vor circa anderthalb Jahren sind wir mit der Organisation gestartet und haben einen Festausschuss gebildet. Ich habe das schon ein paar Mal erklärt. Der Festausschuss setzt sich zusammen aus Mitgliedern der verschiedenen Vereine. 15 Stück an der Zahl. Und wir haben in den ersten Monaten mal dran gearbeitet, was machen wir überhaupt zum 900-jährigen Fest. Und dabei ist dann herausgekommen, dass wir erstmal über ein Geburtstagsgeschenk nachdenken. Das ist ganz wichtig. Und das ist insofern, und dann vielen Dank an die Vertreter der Politik, haben wir mit dem Zuschuss von verschiedenen Institutionen, LVR und Kreis Kleve, begonnen vor einigen Wochen hier mit einem Backhaus. Hier hinter der Schule entsteht was. Wer nachher Zeit hat, kann man eben schauen. Wir haben uns bemüht, dass wir zumindest die Bodenplatte fertig haben und die erste Reihe Steine stehen. Damit wir auch glaubwürdig sind. Dieses Backhaus wird in den nächsten 2-3 Monaten wachsen. Und ich gehe davon aus, dass wir zum Ende des Sommers eine Einweihungsfete dort abhalten können und die ersten guten gebackenen Pizzen und so weiter zu uns nehmen können. Des Weiteren, als Geburtstagsgeschenk, das ist aber etwas komplizierter, ist, dass wir nochmal am Dorfplatz arbeiten wollen. Das ist oben am Dorfplatz der Übergang zur Grenze mit der Autobahnplanke und so weiter. Wir haben da im vergangenen Jahr mehrfach gesessen und stellen ganz einfach fest, man stellt gar nicht fest, was ist da, ist das der Dorfplatz, ist das ein ehemaliger Grenzübergang und so weiter. Jetzt muss ich mal wieder ganz scharf nach links gucken. Und wir würden uns über Ihre Unterstützung freuen, wenn wir in den nächsten Monaten noch einmal reingehen. Ich gucke da einfach öfter. So, das waren die Geschenke zum Geburtstag. Dann haben wir in diesem Festausschuss mal überlegt, wie können wir diese Woche gestalten. Und dabei haben sich ganz einfach, dabei haben sich drei Dinge ergeben. Das ist der Sonntag 1, der Freitag und der Sonntag 2. Das werden wir ein bisschen mit Ihnen erfüllen. Den Sonntag 1, Paul Hirte, haben wir in der vergangenen Woche in der Kirche gehabt, ganz im Zeichen der Kirche. Da hatten wir eine wunderbare Messe althergebracht mit verschiedenen Sachen, etwas eigenartigen Messdienern, sag ich mal, man hat sich fast gar nicht wiedererkannt. Der Kirchenchöre aus Hommersohn und Kessel, sowie ein Klarinettenkonzert von den Musikfreunden hier aus Untersohn auf der anderen Seite der Grenze. Auch für das kulinarische Wohl war, glaube ich, ganz gut gesorgt worden. Hat jemand mitbekommen, dass es da ein bisschen geregnet hat? Ich nicht. Nichts von mir. So, dann haben wir den Freitag. Heute Abend haben wir lange gedacht, was machen. Machen wir einen Talafiti-Abend mit allem drin und dran. Und das kam aber bei den Organisatoren nicht so, da haben wir gesagt, komm, wir verbinden das. Wir machen einen Festakt, so wie wir es jetzt geplant haben. Wir laden
die Politik ein, wir laden die Hauptsponsoren ein und wir laden das ganze Dorf ein und wir lassen es heute Abend mal gut gehen. Das ist eigentlich auch das Ziel und dass wir hier jetzt das hinter uns bringen, dann, dass wir gemütlich ein Pöppchen Bier trinken, sagt man in den Niederlanden, und das dann gleich auch ein bisschen zu uns nehmen. So, das Ganze in geselliger Runde und würde mich freuen, wenn das dann auch so gelingen wird. Dann haben wir noch den Sonntag 2 und dann muss ich dann so langsam den Werbeblock ein bisschen einschalten, das mache ich gleich dann auch nochmal. Am Sonntag haben wir dann den Handwerker- und Trödelmarkt, aber da möchte ich dann ganz zum Schluss nochmal drauf zurückkommen. Dann haben wir, Sie haben gemerkt, oder ihr habt gemerkt, dass ich die ganze Zeit ein bisschen nervös bin und wir schon ein Foto machen mussten und ich habe gesagt, ich erkläre das gleich. Am vergangenen Dienstag hatten wir im Rahmen der Werbeaktion oder Werbekampagne ein Team vom WDR hier. Die haben dann, ich habe es aufgeschrieben, die haben einen Tag gedreht, um nachher 3 Minuten zu senden. Von morgens 19 Uhr bis mittags 2, 3 Uhr. Und es ist geplant, wir sind da aktuell, dass der Bericht, und jetzt gucke ich mal eben, um 19.38 Uhr gesendet wird. Dazu sage ich da, alle Betroffenen und Beteiligten wissen nicht, was kommt. Wir haben den ganzen Tag aufgenommen, aber sie wissen auch, ich war dann vor Gericht auf hoher See und im Fernsehen. Jetzt mal in Gottes Hand, doch das Gericht, was da ist. Danke an alle Vereine. Danke an alle Organisationen. Danke an alle Behörden, die mitgemacht haben. Es ist einiges notwendig, um 3 Tage geschaltet. Allein was für Sonntag notwendig ist, dass abgesperrt wird und so weiter. Dann ein Dank an alle, die geplant haben und mit vorbereitet haben. An alle, die Werbung gemacht haben. An alle, die eine Festzeitschrift mitgestaltet haben, komme ich nachher auch nochmal vielleicht zu. An alle, die eine Ausstellung vorbereitet haben, Exponate dazu gebracht haben und so weiter. Danke an alle, die das Logo gemacht haben, die das Logo weiterverwendet haben. Danke an alle, die den Sonntag 1, ihr wisst mittlerweile, was es ist, gestaltet haben. Sei es geistlich, geistig oder kulinarisch. Danke dafür. Danke an alle, die den heutigen Tag mit vorbereitet haben. Das Zelt, die Musik, den Schmuck, das Essen, das Trinken. Danke an alle, die das Dorf mitgeputzt haben vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen war Dorfputz. In den letzten Tagen, an vielen Stellen, die Leute haben gefegt. Es ist überall Gras gemäht worden. Man spürt förmlich. Danke an alle, die das Dorf mitgeschmückt haben. Wenn man durchs Dorf kommt, wenn man da Regel um die Ecke kommt, wenn man die Fähnchen sieht. Wunderbar, kann man sagen. Danke auf die niederländische und deutsche Seite. Alles das, was wir in Deutschland beantragt haben, eine Genehmigung, hat auch ein Team auf der niederländischen Seite beantragt. Das heißt, es war doppelte Arbeit und es musste umgesetzt werden. Wir werden das am Sonntag sehen. Da sind auch Absperrungen notwendig und das muss alles verhackstückt werden. Es war viel Arbeit. Wie gesagt, danke. Danke auch an alle, die guten Ratschlag gegeben haben. Die haben das sicherlich auch wieder aufgenommen. Danke aber auch, die so einen Beitrag in Euro dazu getan haben, in verschiedenster Form. Das ist natürlich auch notwendig, denn irgendwo muss es ja herkommen, dass es heute Abend nicht ganz so schlecht geht. Und eigentlich möchte ich sagen, oder allen Danke sagen, die gezeigt haben, Homasum, wir mögen dich. Danke. Ganz kleine Ausnahme möchte ich mit den Namen machen. Danke an Frau Adelheid, die hat in den letzten Wochen so einiges getan. Aber was haben wir in den Niederlanden gelernt? Kommt alles gut. So, jetzt so ein ganz klein bisschen mal
900 Jahre. Und wir haben uns vor den Tagen die Frage gestellt, hat Homosum jemals das Jubiläum gefeiert? Jemals ein Versuch? Ich, wir haben mal versucht, das zurückzuverfolgen. Also es scheint, dass wir das die 900 Jahre feiern, dass das die erste Feier ist, die wir mal aufgenommen haben. Wir haben uns ein bisschen zurückgeguckt, ich gucke jetzt keine 900 Jahre. Aber einfach mal so, was war vor 900 Jahren? Und in einem der ersten Gespräche, Pfarrer Hirte, haben sie gesagt, eigentlich möchte ich mal wissen, vor 900 Jahren, wie haben die Leute hier erlebt, was haben die angehabt, was haben die für Kleidung gehabt, was haben die gegessen, getrunken gemacht. Wie war das da in der Kirche? Der Ort ist ja nicht so weit entfernt und so weiter. Also da fehlt einem einfach ein ganz klein bisschen die Vorstellungskraft. Eins weiß ich, ich gehe davon aus, dass sie vor 900 Jahren gegrillt haben. Das können wir heute Abend. Jahre eine Jubiläumsfeier gehabt hat, können wir nicht nachvollziehen. Ich nicht vor 800 Jahren, so ein bisschen ist die Geschichte um die Urkunde mittlerweile bekannt. Die Urkunde wurde ja nach 150 Jahren nochmal neu aufgelegt, weil die Amten verkommen waren und so weiter. Kann ich nichts sagen. So, jetzt mal ein Sprung. Was war vor 200 Jahren? 1818. Kann man ja heute googeln oder so. Auch noch nichts Besonderes. Nicht so, was wir in der Geschichte kennen mussten, lernen mussten. Vor 100 Jahren, aber so vor 200 Jahren, da kriegt man doch schon Informationen. Also wenn sie Ausstellung regeln, verweise ich schon mal drauf. So vor 200 Jahren ist doch was zu sehen. Vor 100 Jahren ist einfach. Da war Ende des Ersten Weltkriegs. Da wissen viele von Ihnen noch von Eltern, was da gewesen ist und so weiter. Jubiläum wurde da mit Sicherheit nicht gefallen. Jetzt sind ein Schritt etwas kleiner, 50 Jahre, aber 68, die 68er. Da wollten die Jungen von den Alten nichts wissen, hatten wir heute einmal gesagt. 60er Jahre. Für Homosum gab es 68 einen Einschnitt, aber ich glaube, da darf ich nicht vorgreifen. Da war die eigene Meinung vor 50 Jahren, da kann ich mich nicht dran erinnern. Das hat jetzt aber nicht gehabt. Das war also vor 50 Jahren, ja, und dann heute. In den letzten 50 Jahren, ich weiß jeder. Darf ich mal fragen, wer von 68 ist? Jemand hier von 68? Gar keiner? Ach, klasse, ja, haben wir ja gefeiert. Klasse. Die Erntekönigin, schön. So, Informationen aus den letzten 50 Jahren haben wir einige. Ich verweise jetzt schon mal, komme gleich auch nochmal hin. Ausstellung der Allegi seit vorhin Samstag, Sonntag eröffnet, hat regen Zulauf gefunden. Wir überlegen noch, und da gibt es noch eine Information, die eventuell ein paar Tage zu verlängern, weil eben der Zuspruch zu groß ist. So, jetzt geht's, was mein Part angeht, relativ schnell gesinnt. Die älteste, aber kleinste Gemeinde hier im Stadtgebiet Koch. Wir haben im Moment aktuell 518 Einwohner. Und jetzt sage ich mal, wir haben noch eine Kirche. Ich habe die Worte abbrechen. Wir haben noch eine Kirche, wir haben noch einen Kindergarten, wir haben eine Feuerwehr, wir haben eine Landjugend, wir haben eine Kneipe. Und alles das wollen wir behalten. Und wenn wir heute oder die 900 Jahre feiern, haben wir zum Motto gemacht, gestern und heute für morgen. Gestern und heute für morgen. Dass wir jetzt hier den Geburtstag feiern, ist super toll. Aber mit der kurzen Erinnerung haben wir ja wohl festgestellt, wenn man mal so zurückliegt, ist alles schön und wichtig gewesen. Wenn wir heute feiern, ist gut. Aber wir müssen uns auch für morgen rüsten. Raten, ich habe gesagt, 518 Einwohner, das ist nicht die größte Zahl, die man hier so bieten kann. Und dann haben wir gerade noch so in der aktuellen Zeit Veränderungen. Die digitale Welt öffnet sich. Online-Shops und sind nicht gerade förderlich für so ein kleines Dorf. Und eins wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht zum Schlafzimmer in der nächstgrößten Stadt werden. Wir wollen diese Dinge hier behalten. Und wir arbeiten daran, dass unsere Jugend hier im Dorf eine Zukunft hat. Und dabei
darf ich bitten, alle einfach mitzumachen. Und da das Motto aus dem vergangenen Jahr, unser Dorf hat eine Zukunft. In dem Zusammenhang möchte ich jetzt noch ein letztes Mal nach links gucken und sagen, Herr Landrat, Herr Bürgermeister, vergessen Sie uns nicht. Denken Sie daran, dass wir ein kleines Dorf, das es uns noch gibt. So, das war, ich weiß zwar nicht, ob ich heute so gesagt habe, aber so, das war jetzt der erste Part. Wir bekommen jetzt kurze Ansprachen. Es beginnt in der Reihenfolge Pfarrer Hürter, dann der Landrat, dann der Bürgermeister und dann der Bürgerminister. So, und dann würde ich mich noch mal kurz zurückmelden in drei Informationen. Ja, herzlichen Dank für die tolle Beteiligung. Beeindruckend gerade die Grußworte und die Einführung in unser Fest. Und ich möchte doch einmal zwei Namen nennen. Erst einmal ein ganz herzliches Danke an das Team mit und um Heinrich Gereig. Ich mache ein bisschen Schleichwerbung, bevor ich dann gleich zur Sache, zum Thema komme. Ein herzliches Danke, weil das bis jetzt noch nicht erklungen ist, an meine Kollegin, hätte ich fast gesagt, Kompagnon für Sonntag 1, das ist Andrea Bonn aus dem gleichnamigen ökologischen Geflügelhof. Wir beiden haben gemeinsam Sonntag 1 in der Kirche 1 vor den Konzerten vorbereitet. Und jetzt die Schleichwerbung, morgen ist vielleicht Pfingsten. Heiligabend kennt man irgendwie. Ostern hat man auch schon mal gehört. Pfingsten ist auch abends spät, das gibt es nur ab unteren Niederrhein, hier bei uns am Jesus Kendall, 9 Uhr. Eine besondere Messe, 21 Uhr morgen Abend. Und wenn ich sage besonders, ich finde nach Sonntag 1 dann Neismann, dann meine ich auch besonders. Und jetzt bin ich jedenfalls im Grunde überflüssig. Gleich der Einzige. Heute Abend braucht man weder eine Schirmdame noch einen Schirmherrn. Schirme konnten wir zu Hause lassen. Bangen in unserem Klima, in unserer Zone, es hat geklappt. 900 Jahre geschichtliche Erwägung Thomasons wäre nicht denkbar ohne St. Petrus Kirche, Gemeinde und sicher umgekehrt nicht ohne die vielen Hommersummerinnen und Hommersummer in dieser langen, langen Zeit. Und darum, viele sind persönlich durch Eltern und Großeltern, Verwandte, Nachbarn, Kollegen, Freunde berührt, möchte ich beginnen mit einer kurzen Gedenkpause. Eine Minute ist lang, braucht nicht. Kurze Pause für unsere Verstorbenen aus 900 Jahren. Gehen wir in Berührung, vielleicht zu denen, die uns selber bewegen. In diesen Tagen jährt sich der 20. Todestag etwa stellvertretend von allen von Manni Peters. Franz Josef Peters, 19 Jahre, 20. Todestag. Nehmen wir ihn stellvertretend hier wirklich für alle und vielleicht noch dazu die meine Herren Vorgänger, besonders auch Pater Peter Janssen. Wer jetzt klopfen und vorbereiten muss, das ist ja auch sehr wichtig,
Aber wer hier ist, vielleicht einen kurzen Moment. Mama tut es ganz gut, wenn man die Augen schließt. Augen und Ohren wieder auf, Mund zu. Ganz kurz. Nochmal so. Die Kirche, es ist kein Geheimnis, man kann das von außen sehen, man muss nicht mal reingehen, steht auf römischem Tuffstein. Sehr wahrscheinlich gab es hier zur Zeit der römischen Besatzung, aber bis etwa zum 4. Beginn des 5. Jahrhunderts, ähnlich wie in Burginatium, nahe dem heutigen Kalka am Monreberg, oder wie in Rinder, Arinacum, oder wie in Keuklum, Kelk an der Maas, eine kleinere zivile römische Siedlung. Also, wir schauen sehr, sehr tief in die Wurzeln und wir nehmen die Urkunde zum Anlass des ersten Erweises dieser frühen Besiedlung unseres Lebensraums. Und als Geistlicher erlaube ich mir, Wurzeln zu sehen, in die Tiefe zu schauen und Horizont. Und das ist im Grunde unser Motto, gestern im Heute für das Morgen. Tradition wertzuschätzen, auch die Arbeit, die Leistung, trotz Fehler und Schwächen, vor allem aber auch der Liebe, des Guten, das uns unsere Vorfahren, besonders die, zu denen wir noch in Berührung stehen, gefühlsmäßig, emotional hier hinterlassen, gegeben und geschenkt haben. Dazu hat sich ja die Petrusgemeinde der Vielfalt heute der Sinnangebote einen schönen, einen lebendigen und einen von vielen Menschen mitgetragenen Platz. Danke auch für die vielen aktiven, intelligenten, mittragenden Belastungen, belastbaren Hilfeleistungen, die unsere Gemeinde bis zum heutigen Tag immer wieder erfahren hat. Wir haben vor einigen Jahren, wie wir hier sind, relativ langabendlich auch eingehend, ich möchte nicht sagen kontrovers, in der Kirche sagen wir eher eingehend, diskutiert, als wir das Zifferblatt unserer Kirchturmuhr, also Wurzeln, Grundstein, jetzt da oben Horizont, Zukunft, Visionen, Träume erneuern mussten. Schwarz-Weiß, gut und böse, gläubig, ungläubig, dazugehören oder draußen? Nein. Nein. Kein Schwarz-Weiß. Ich fand das klasse. Die Idee kam von der Gemeinde, von den Kirchenvertretern. Buntes Zifferblatt. Buntes Leben in Hommersen. Vereine, Gruppierungen, Kirche, Einzelne. Ich bin fast schon am Ende. Gestern die Tradition, die Wurzeln, aus denen wir leben, die wir mitnehmen, im Heute ganz da sein und die Kirchturmuhr bunt in die Zukunft gehen. Wir sind Erntedankort. Dass wir dann zusammenhalten, weiß jeder im Umkreis von etwa 20 Kilometern, oder? Sonst könnte ja auch schon mal ein bisschen fies und wichtig sein, aber Erntedank ist immer alles gut. Und dass wir das auch können zu einem ganz neuen Fest, 900 Jahre, das ist fantastisch. Das hat mit den Wurzeln zu tun, mit dem Jetztleben und mit der bunten Kirchturmuhr, dass wir die Erntegaben bunt auf dem Tisch sehen, auspacken, kochen, säubern, schälen, zubereiten, wie mein Vorredner sagte, für unsere Jugend, für die kommende Zeit. Das war alles, Wurzeln römisch, heute hier,
buntes Zeitzifferblatt. Hätte fast einen Arm gesagt. Schönen Abend uns. Ich stelle fest, man kann 900 Jahre alt werden und trotzdem super feiern. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt will ich erstmal so starten, wie es sich gehört. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Knickling, sehr geehrter Herr Bürgermeister Mekoning, sehr geehrter lieber Pastor Dr. Hürter, ich begrüße Sie sehr herzlich und ebenso die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der ortsansässigen Gilden und Vereine, die Mitglieder des Festausschusses. Herr Bereich, ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch für das, was Sie auf die Beine gestellt haben. Das ist Gäste und dass so viele gekommen sind, ist ein tolles Zeichen. Wenn sich jeder Gastgeber das ja erfreut, wenn doppelt so viele kommen, wie er eingeladen hat. Aber ich glaube, heute kommt das hier sehr gut an und das ist ja auch ein Zeichen, dass Holland so lebendig ist, wie wir es eben gehört haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Landrat und Schuldenrat des Kleve heiße ich Sie alle zu dieser Festveranstaltung das herzlichste Willkommen und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Das ist ja nicht selbstverständlich, ich habe mich riesig gefreut über die Einladung und bin sehr gerne heute hierher gekommen. Und ich denke mir, nach den Reden wird der politische Teil kommen und ich habe vor, ihn sehr zu genießen. Das ist aber nur ein Anruf. Jetzt möchte ich aber erstmal die Gelegenheit nutzen, Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern von Hommersum, auch im Namen des Kreistages, des Kreises Kleve, ganz herzlich zum 900-jährigen Jubiläum Ihres Dorfes zu gratulieren. Das ist ein ganz beeindruckendes Jubiläum und ich hätte große Lust, beim Tausendjährigen dabei zu sein, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Aber Sie können mich gerne schon auf die Liste setzen. 900 Jahre vergeben eine beeindruckende Zeitspanne, die aber auch eine ebenso lange Geschichte folgt. Die Pfarrkirche St. Petrus und die bäuerlichen Anwesen sind noch heute sichtbare Zeitzeugen davon. Der Aufstieg und der Niedergang der Wolfsberger Bahn und die Zugehörigkeit zum Königreich Preußen oder auch zum Kaiserreich Frankreich dokumentiert zudem eine lange und bedeutungsvolle Geschichte von Hommersum. Ich begrüße es sehr, dass Sie dieses historische Jubiläum zum Anlass genommen haben, den runden Geburtstag, das darf man deutlich so sagen, des Dorfes in vielfältiger Weise zu würdigen und miteinander festlich zu begehen. So etwas kann nur gelingen, wenn viele Helferinnen und Helfer anpacken und sich gemeinsam dafür einsetzen. Ich weiß nicht, ob alle 1541 Hommersummer, die früheren Hommersummer, Hommersummerinnen, und auch weitere geholfen haben, aber die Zahl muss ungefähr so groß gewesen sein, um sowas auf die Beine zu stellen. Und ich würde Sie einfach mal einladen, helfen Sie mir, denn der Beitrag von einem ist zu wenig, klatschen Sie für mich selber. Tolle Leistung. Herzlichen Dank, das hört sich super. Wir erinnern uns an die Geschichte der zahlreichen Aufschaffung im Kreis Kleve ist auch im Kreis ein wichtiges Anliegen. Deshalb fördert der Kreis Kleve runde Ortsjubiläen und bei diesen runden Ortsjubiläen im besonderen Investitionen der Kultur und Heimatpflege, damit hierdurch allgemein zugängliche Orte der Erinnerung geschaffen werden. Und aus diesem Grund hat der Kreis bereits im vergangenen Jahr für die Errichtung des von der Dorfgemeinschaft vorgesehenen Wachhauses, Klammer auf, eine tolle Idee, finde ich, Klammer zu, einen Zuschuss in Höhe von 26.000 Euro bewilligt, der ab Beginn des Jahres ausgezahlt wird. Herzlichen Dank für den Beifall. Ich werde Ihnen, oder ich werde darüber den Kreistag berichten, wenn ich weiß, dass der Kreistag einstimmig und großer Überzeugung diese Entscheidung getroffen hat. Ein Kreistagsmitglied, der Koppers, ist ja heute auch hier und wird es sicherlich mit mir auch entsprechend berichten können. Der Kreis, meine Damen und Herren, möchte auf diese Weise
seine Verbundenheit zu Amazon zum Ausdruck bringen und vor allen Dingen zu Ihnen, zu den hier lebenden Bürgerinnen und Bürgern und natürlich auch zur Geschichte, zur langen Geschichte des Dorfes. Wir hoffen sehr, dass das künftige Backhaus dazu beitragen wird, das dörfliche Miteinander noch weiter zu unterstützen und zu bereichern. Die Identität einer Ortschaft hängt bekanntlich von vielen unterschiedlichen Faktoren ab und ist ihrer speziellen Ausprägung jeweils für jede Ortschaft einzigartig. Auch die Bürgerinnen und Bürger Hommersums haben sich ihre ganz eigene Identität bewahrt, die durch das Zusammenleben und insbesondere durch die Aktivitäten der Vereine und Gilden sowie durch die Grenzen überschreiten, durch Zusammenarbeit miteinander mit den niederländischen Nachbarn geprägt ist und immer wieder erneuert und gestärkt wird. Dabei nimmt eben eine persönliche und gemeinsame Geschichte neben dem aktiven Leben der Gemeinschaft einen wichtigen Stellenwert ein. Jubiläumsjahre und Feierstunden wie diese sind natürlich ganz außergewöhnliche Höhepunkte, an die man sich lange und gerne erinnern wird. Ich sehe hier, wer Kameras geschwenkt, Fotoapparate der WDR willkommen. Und ich denke mal, das Problem, das einige hatten, festzustellen, was in den letzten 900 Jahren abgelaufen ist, das wird bezüglich der 900 Jahre ja nicht geschehen. Also wenn die 1000 Jahre einer kommt, dann wird man das alles zeigen können und hat eine gute Grundlage, sich zu ändern. Darüber hinaus immer wieder traditionelle Ereignisse und Veranstaltungen, beispielsweise Dorfkirmes und das ganze Landfest, das gesellschaftliche Miteinander in Hommersum begleiten. Darauf weist ja auch schon das Thema des Ortsjubiläums hin, das Sie selber gewählt haben, das Sie erwähnt haben, gestern und heute für morgen. Ich meine, es ist gewiss gut, mit den Erfahrungen der Vergangenheit aus der Gegenwart hinaus in die Zukunft zu gehen. Das tun Sie. Gerne bin ich als Vorsitzender der Bewertungskommission des Kreisbedarfs Unser Dorfer Zukunft im vergangenen Jahr in zahlreichen Ortschaften des Kreises Kleve vielen Bürgerinnen und Bürgern begegnet, die sich in vielfältiger Weise mit großem persönlichem Engagement für die aktive Gestaltung ihrer Dörfer einsetzen. Die Aufgaben, die die Dorfgemeinschaft mit der Teilnahme am Dorfwettbewerb immer wieder übernehmen, sind ein sichtbares Zeichen dafür, dass sie alle das Leben auf dem Lande und in einer dörflichen Gemeinschaft als bewussten, selbstgewählten Weg zu einem Leben in der Großstadt verstehen und den Wert eines solchen Lebens hier zu schätzen wissen. Meine Damen und Herren, diesen Lebensraum für die kommende Generation zu erhalten, bedeutet, einmal weiterzugehen. Das tun Sie in der ersten Woche. Sehr geehrter Herr Landrat Spreen, lieber Amtskollege de Koning, liebe Mitglieder des Festausschusses, liebe Hommersumerinnen und Hommersumer, liebe Gäste, liebe Parlamente. Wenn man 5 Minuten, höchstens 10 Minuten Redezeit bekommt, um über 900 Jahre Hommersumer Geschichte zu reden, hat man schlechte Karten. Natürlich könnte man jetzt darüber berichten, dass die Hommersumer vor ungefähr 50 Jahren alles andere als begeistert waren, plötzlich Stadtteil der Stadt Dorf zu werden. Ich möchte aber das gar nicht vertiefen. Und zwar deshalb, weil wir so in den letzten Wochen hier mehr oder weniger offen erleben mussten, wie der ein oder andere den Abgesang auf unsere dörflichen Strukturen publiziert hat. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, hier heute in diesem wunderbaren Dorf einmal etwas über die Dörfer der Zukunft zu sagen und etwas darüber, wie sich dieses Dorf Hommersum hier als Stadtteil, als Teil der Stadt Goch aufgestellt hat. Als Bürgermeister der Stadt Goch ist es mir natürlich eine große Freude, den Geburtstag erstmal des ältesten Dorfes in unserem Stadtteil zu feiern. Die 1000 Jahre schaue ich auch nicht mehr.
Und ich finde, weder Hommersohn noch den Hommersohnerinnen und Hommersohnern merkt man die 900 Jahre an. Denn hier ist, das können wir hier ja sehen, richtig Leben drin. Und zwar nicht nur in diesem Jubiläums, an diesem Jubiläumswochenende, sondern über das ganze Jahr hinweg. Fast jeder, der hier wohnt, ist irgendwie in, um oder rund um Hommersohn aktiv. Jeder engagiert sich für sein Heimatdorf. Darauf können die Hommersumer ebenso stolz sein, wie ich es als ihr Bürgermeister bin. Ein italienischer Dichter mit Namen Dante Alighieri, das ist unvermeidlich. Wenn man eine Rede hält, muss man Zitat bringen. Aber der hat einmal gesagt, und das finde ich ganz gut, und das passt eigentlich sehr gut auf die Philosophie dieses Dorfes. Der eine wartet, dass sich die Zeit wandelt, der andere packt sie an und handelt. Und letzteres trifft euch auf euch, liebe Hommersumerinnen und Hommersumer, zu 100% zu. Da lassen sich jetzt viele Beispiele anführen, aber ich erinnere mal an den 3. Mai 2013. Hier ist die Skyline von Hommersum. Das ist ein Dorf direkt an der Grenze zu den Niederlanden und ab heute im Ausnahmezustand, denn das Dorf hat Geburtstag und das wird natürlich gefeiert, das ganze Wochenende lang. Und da sind dann wirklich alle am Start, also alle 518 Einwohner. Ich bin Rob Miesen, ich schmuggel hier am Niederrhein und lade Sie heute ein zu einer Schmuggeltour im 900 Jahre alten Hommersum. Robert Miesen ist Hobby-Schauspieler. Er führt historische Touren durch die Grenzregion und zeigt, wie vor 100 Jahren zwischen Hommersum und den Niederlanden geschmuggelt wurde. Das Besondere war, in der Zeit zwischen 1920 und 40, als in Deutschland die Inflation herrschte, war es auch attraktiv, um Eier zu schmuggeln. Denn man zahlte damals für ein Ei 7 Millionen Mark. Aber sollten die Damen solche Fächer unter den Röcken haben, dann hat man hier die Eier da reingetan. Und dann hat man so Millionen unter seinem Kleid versteckt. Zwischendurch möchte ich Ihnen eben, wenn Sie noch Interesse haben für eine goldene Uhr, können Sie sich nach dem Interview können Sie sich bei mir für eine goldene Uhr interessieren. So. Schmuggler Rob ist scheinbar allein in Hommersum unterwegs. Aber am Kindergarten tobt das Leben. Generalprobe für die 900-Jahre-Feier. Der Kirchplatz, seit Jahrhunderten der Treffpunkt des Ortes, wie auch schon vor 900 Jahren. Ah, guten Morgen, Herr Pfarrer, guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben was für mich mitgebracht. Ich habe was für Sie mitgebracht, Herr Pfarrer. Gott, ein altes Gebetbuch. Schauen Sie mal rein. Richtig, schauen Sie mal rein hier. Schauen Sie mal rein. Was ist das denn? Ein geistliches Getränk mittendrin. Richtig. Als Belohnung, wenn man durchhält bis Seite 117. Hallo, Mädchen, hallo. Auch wenn Hommersum weit ab ist, fühlen sich gerade die Jungen hier richtig wohl. Am liebsten bin ich hier. Also ich bin immer wieder froh, wenn ich zurück nach Hause gekommen bin. Und ja, hier ist es doch am schönsten. Man fühlt sich zusammengehörig und das ist auch das Tolle als für uns als Jugend. Ganz speziell, wir haben hier Rückhalt im Dorf. Hier heißt es nicht ja die Jugend von heute, sondern wenn wir was bewegen wollen, es steht eine breite Masse hinter uns und sie lassen uns machen. Zu Schmuggler Rob gehört auch Zöllner Jürgen Hoffmann samt selbstgebauter Grenzstation. Im echten Leben ist der Mann auch Zöllner. Beide proben zum letzten Mal ihre Rollen für das Jubiläum. Oh, hier steht, Sie sind Tagelöhner und Schmuggler. Nein, nur Tagelöhner. Nur? Das heißt, Sie haben jetzt keine Waren dabei? Nicht viel. Also ich komme nochmal zurück auf den 3. Mai 2013. Da hat sich hier der Trägerverein Alte Schule gegründet und der Trägerverein kümmert sich seitdem um den Erhalt und die Bewirtschaftung des Gebäudes, das hier gleich anschließend steht. Hier in Hommersum wird eben nicht hingenommen, was die Zeit so mit sich bringt, dass nämlich irgendwann die Dorfstrukturen so klein werden,
dass hier keine eigene Schule mehr betrieben werden kann. Nein, man nimmt das in Homersum in die Hand, gestaltet das und macht was draus. Ich finde auch das Ergebnis, da können die Homersumerinnen und Homersumer auch ganz stolz sein. Und lieber Heinrich, das haben wir auch gut mitfinanziert. Sehr darauf, wenn das Backhaus fertig ist und der Brot von, Duft von frischem Brot, du machst Pizza, ich kann dir mal das frische Brot durch das Dorf ziehen. Die Fertigstellung hat zwar leider bis zum heutigen Tag noch nicht so ganz geklappt, wir sehen aber, dass das Ganze wächst und ich denke, das ist ein schöner Anlass, sich wieder hier zu treffen, um die Einweihung des Backhauses zu feiern. Und dann gibt es ja in diesem Jahr auch noch einen weiteren Grund zu feiern, dann nämlich, wenn die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, das wir Ende des vergangenen Jahres hier, zu dem wir den Grundstein gelegt haben, wenn das dann hier eingeweiht wird. Also ein richtiges Festjahr für Homersum. Und das haben die Homersumerinnen und Homersumer sich verdient, denn sie gehen ja mit viel Idealismus, Einsatzfreude und Sachkenntnis zu Werke. Und alle Beteiligten in diesem Ort prägen diesen nachhaltig und entwickeln ihn immer weiter. Sie alle wohnen hier. Homersum ist ihre Heimat, der Ort, mit dem sie sich identifizieren und mit dem sie sich verbunden fühlen. Und deshalb fühlen sie sich auch für sein Erscheinungsbild oder für das Wohlbefinden der Menschen hier verantwortlich. Deshalb wollen sie die Attraktivität von Homersum bewahren, aber auch neu zur Geltung bringen. Daraus spricht Heimatverbundenheit, wie auch die Erkenntnis, dass der ländliche Raum vor allem dann eine Zukunft hat, wenn er den Bewohnerinnen und Bewohnern viel Lebensqualität und, um mit unserem Stadtmotto zu sprechen, viel Miteinander bietet. Dazu werden Bürgerinnen und Bürger gebraucht, die sich für ihre Umwelt engagieren, so wie Sie, meine Damen und Herren, es alle hier in diesem Dorf tun. Gerade die Homersumer zeigen, wie viel durch Bürgerengagement bewegt werden kann. Ohne Menschen, die wie Sie Gemeinsinn beweisen, wäre unsere Gesellschaft ärmer da. Oder anders gesagt, die vielen Menschen, die sich hierzulande in ihrer Freizeit für andere, für ihr Umfeld, für bestimmte Ziele engagieren, sind ein großes Plus unserer Gesellschaft. Doch auch Rat und Verwaltung haben daran mitzuwirken, dass unsere Dörfer Zukunft haben. Und damit meine ich, lieber Heinrich, nicht nur die finanzielle Unterstützung der vielfältigen Initiativen unserer Ehrenamtler. Denn es ist ja sicherlich sehr viel Geld hierher geflossen. Nein, damit meine ich auch, dass unsere Dörfer Kristallisationspunkte brauchen, an denen Menschen zusammenkommen, Verbindungen knüpfen und sich kennenlernen. Denn nur so wird das Gemeinschaftsgefühl erzeugt, auf dem die Dorfgemeinschaft, wie hier in Homersum, ihre Initiative und ihre Tatkraft schöpft. Solche Kristallisationspunkte sind Dorfhäuser, so wie hier die alte Schule, aber auch Schulen oder Kindergärten. Und das hat Heinrich Greif gerade völlig zutreffend hervorgehoben. Und ich sage Ihnen zu, dass ich als Bürgermeister, solange ich im Amt bin, alles daran setzen werde, derart bestehende Orte in den Dörfern zu erhalten, damit es weiterhin solche Kristallisationspunkte gibt. Dass ich der Unterstützung des Rates in diesem Punkt ganz, ganz sicher sein kann. Und wenn wir auf diese Art und Weise alle zusammenarbeiten, liebe Homersumerinnen und Homersumer, dann ist mir um das aktive Homersum und seine Zukunft und noch viele, viele hundert Jahre überhaupt nicht bange. Ich denke, auch morgen zum Handwerker und Trödelmarkt werden viele Gäste hier den Weg nach Homersum finden. Ich denke, das vorbereitete Programm ist eine tolle Mischung
in Zeiten von Globalisierung, Amazon und Internet tut es schon sehr gut, sich mal zu vergegenwärtigen, was traditionelles Handwerk bedeutet, was ist, wie man damals gearbeitet hat und wie man das im Gegensatz dazu heute tut. Oder auch zu erfahren, wie man früher Landwirtschaft betrieb, als es noch keine GPS-gesteuerten Traktoren oder computerbasierte Fütterungsautomaten gab. Ich wünsche Ihnen, lieber Festkomitee, viele, viele Besucher. Das Wetter sieht wirklich herrlich aus und ich denke mal, das wird eine rundum schöne Veranstaltung, so wie das heute auch ist. Ich wünsche uns allen heute noch einen schönen Abend, eine tolle Feier. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe auf viele Gespräche. Nog dichterbij te brengen, nog meer te intensiveren en nog meer met elkaar te leven en te beleven. En laten we daar vanavond met elkaar mee beginnen. Dank u wel en ik wens u een geweldig mooie avond en een geweldig mooi jubileum. Dank u wel. Weiterkommen. Ich mache es jetzt noch ganz kurz. Vielen Dank an alle Redner. Vielen Dank für die schönen Worte, für die guten Worte. Eine kurze Anmerkung. Ich weiß nicht, wo der ganze Filmtag geblieben ist, der da vorhin gesendet wurde. Ich weiß nicht, wie viel da weggeschnitten worden ist. Aber ich weiß zig Einstellungen, die wir nie wieder gesehen haben. Aber ich glaube, sagen zu dürfen, man hat uns nicht verrissen. Das ist ein schöner Film gewesen. Ich darf noch zwei, drei Dinge ganz kurz sagen. Draußen, und da hatte ich viel drum gebeten, wer möchte, und ich bitte um regen Zuspruch, es werden draußen die Hände für Hommersum abgenommen. Das ist draußen, Katrin König, die steht draußen und die nimmt einen Fingerabdruck in Ton. Das wird gebrannt und diese Ziegel wollen wir in einer Wand unseres Backhauses verewigen. Es gibt eine Nummer dazu und dann kann man den 100 Jahren noch sagen, der hat hier nichts sein lassen. Also ich bitte um rege Teilnahme der Stadt. Festzeitschrift konntet ihr draußen schon erwerben für einen kleinen Obolus oder für eine kleine Spende. Ich darf nochmal auf die Ausstellung der Rede hinweisen, viele sind da gewesen. Es gibt eine Information über das Internet, ob die verlängert wird. Ich denke, dass wir das ein paar Tage probieren. Wir sprechen mit Rede, das wird funktionieren. Ich darf alle bitten, die heute hier sind, am Sonntag wiederzukommen. Wir haben ein Programm mit 100 Punkten. Es sind Pulver da, es sind Handwerker da, alles aus der Region, alles im Umkreis von 10 Kilometern maximal. Es sind da die Treckerfreunde, Hornbacher, Alte Malesine, stellt sich die Feuerwehr vor. Der Mutterverein hat eine althergemachte Küche in der Pastoral aufgebaut. Es wird Pizza bereitet und. Ich weiß, eine Fülle. Wer das verpasst, ist selbst schuld. Also, wir sehen uns Sonntag wieder von 11 Uhr bis 18 Uhr und für die Eingeweihten ab 17 Uhr, Herr Bürgermeister, ab 17 Uhr aus Ottersund eine kleine Nachtmusik, ein Revival von Just Abs und Freunden, die hier vorne auf dem Platz spielen werden. Vorführungen mit den Bäumler-Sisters von der anderen Handseite, die an verschiedenen Stellen sind. Ich weiß nicht, was ich noch alles sage. Ich möchte euch einfach sehen am Sonntag.
ganz abschließend, ab sofort, also in wenigen Minuten, kann es losgehen. Das Essen kann, glaube ich, gefasst werden, wenn es 8 Uhr ist, das war abgestimmt von der Organisation. Ganz ruhig bleiben, es ist für alle genug da, nicht rennen. Bitte mit den Salaten anfangen, hat mir die Regie angewiesen zu sagen. Bitte mit den Salaten anfangen, es sind 3 große Grills da, es ist für alle genug da. Dann, heute Abend, ich hatte gesagt, eine lockere Atmosphäre. Es sind einige Menschen mehr geworden. Es ist zu trinken genug da. Sollte sich mal jemand ein Fläschchen selbst holen müssen, ist heute Abend nicht so schlimm, schimpft keiner. Und wenn er sich das Fläschchen selbst holt, nimmt das jeder Fläschchen mit. Alles nicht so schlimm. Ich werde den Ehrengästen sofort noch eine kleine Tasse überreichen. Ich möchte ihr ein Zeichen, ihr seht wieder dieses Emblem da drauf. Ich werde ihn überreichen, da machen wir jetzt nicht lange Minuten von, ich komme sofort vorbei. Diese Tasse können wir oder können Sie auch am Sonntag hier erwerben, auf dem Dorfplatz. Der Regel ist das zu erstehen, auch für einen kleinen Obolus. Es bleibt für nichts übrig zu sagen. Ich darf uns allen heute Abend einen wunderschönen Abend bei geselliger Musik wünschen und sage jetzt einfach, das Buffet ist eröffnet. Dankeschön. Ja,